I'm a G, but you knew this. Was geht ab, Leute? Der Panda ist für euch back am Start mit einem brandneuen Call of Duty Informationsvideo zu Advanced Warfare. Und in diesem Video geht es um den neuen DLC für Advanced Warfare, um genau zu den vierten und letzten DLC vor Black Ops 3. Und wir schauen uns mal einzeln die vier Maps an und den neuen Teil für Exo Zombies, um genau zu sein auch das Finale. Dazu kommen wir am Ende des Videos, deswegen schauen wir uns als erstes mal alle vier Maps an. Die erste Map ist Fracture. Und Fracture ist eine Ice-Map in der Arktis oder Antarktis. Genaueres ist dazu jetzt nicht bekannt, jedenfalls habe ich mich dazu nicht informiert. Das tut mir auf jeden Fall leid. Auf jeden Fall ist das eine sehr stark aussehende Map mit diesen blauen Kontrasten und dem Wasser im Hintergrund. Sehr klein, wie gerade schon angesprochen. Alle Maps sind sehr, sehr klein. Und ist natürlich auch wieder mit einem Map-Event verbunden. Das heißt, es werden Eisschollen brechen. Zwischen den Eisschollen gibt es dann so kleine Wasserschluchten, wo man reinfallen kann und natürlich dann stirbt. Sieht sehr stark aus. Das Midnight-Gameplay, was sie gezeigt hat, war sehr nice, weil man dann eben die Stellung gezeigt hat. Es war sehr, sehr klein. Ein kleiner Punkt in der Mitte der Map. Sehr umkämpft und sehr, sehr offen. Das heißt, relativ viel Action. Die nächste Map sah auch nochmal ein Tick besser aus. Gefiel mir sehr gut. Sehr orientalisch angehaucht, das heißt, es ist wahrscheinlich in Downtown Bagdad, soweit ich weiß. Gibt auch ein Special Event, nämlich die Plasma Lamps. Die werden angekündigt von einem Map-Sprecher und wenn man da drauf schießt, werden alle in einem Umkreis von 360 Grad oder in einem 360 Grad Radius getötet. Natürlich nicht ganz quer über die Map, weil es gibt verschiedene Lampen auf dieser Map, die dann nicht dauerhaft an sind, sondern immer zu einem gewissen Zeitpunkt angehen und dann auf jeden Fall die Leute drumherum killen. Natürlich wird dem Kill nur dem zugerechnet, der diese Lampe als erstes anschießt, das heißt wirklich der erste, der schießt, hat hier auch gewonnen. Die dritte Map, also die vorletzte Map, heißt Quarantine. Es ist eine Map, die vorgelagert ist von New York. Und in der Mitte natürlich auch wieder ein Map-Event. Diesmal ist es so, dass in der Mitte ein Baum ist. Da ist der Download der Drohne, also wenn man Uplink spielt. Und sehr, sehr witzig, Midnight hat dazu auch noch was gesagt, wenn in der Mitte dann der Drohnen-Download ist, geht es relativ viel Action um diesen Baum herum. Rechts und links klappen auf jeden Fall dann bei dem Map-Event die kleinen Holzplatten weg und es ist eine Schlucht, da kann man eben reinfallen und stirbt dann dementsprechend. Sieht auf jeden Fall sehr witzig aus, kann auf jeden Fall was sein. Sehr hektisch, erinnert mich so ein bisschen an Urban, so von dem enge Grad her, sehr, sehr viel Close-Quarter-Fights, also genauso wie auf den anderen Maps, aber noch ein bisschen mehr verwinkelt und mit dem Baum in der Mitte. Könnte wirklich ganz witzig sein, besonders eben für Uplink. Die letzte Map ist eine Map in Korea, glaube ich, oder in China, ich glaube eher Korea. Und da gibt es natürlich auch wieder ein Special Map Event. Diesmal verändert sich die Karte nicht, sondern wir haben eine bestimmte Abschussserie und das ist der Drone Swarm. Drone Swarm ist so ein Swarm, den man aktiviert und dann fliegen relativ viele Drohnen um die Map herum und man schießt einzeln diese Drohnen auf Gegner, die dann wiederum explodieren. Sieht sehr, sehr stark aus, man erhält es natürlich in Vorräten, das heißt, es ist wieder so ein Special Event. Würde ich auf jeden Fall gerne mal ausprobieren, wenn es dann soweit ist. Schreibt mir auf jeden Fall, wenn ihr das getestet habt, mal hier in die Kommentare, wie ihr diese Streak fandet, falls ihr sie schon vorher gespielt habt als ich. Versuche natürlich diese Map-Streak zu erspielen und dann für euch vielleicht mal eine kleine Review zu machen. Wenn ihr das sehen wollt, auf jeden Fall ab mal damit in die Kommentare. Lasst mich das auf jeden Fall wissen. Und zu guter Letzt natürlich der letzte Teil, der Finalteil von Exo Zombies, nämlich Descent. Und natürlich, wie bereits bekannt, Oz wurde davor erschossen. Er kommt jetzt wieder als Zombie. Und es gibt zwei Sachen, die sehr, sehr cool sind. Es gibt eine neue Special-Waffe, das ist der Trident, der schießt so einen Laser ab. Und dieser Laser springt von den Ecken der Wände immer ab und springt von Zombie zu Zombie. Natürlich wieder auch ein One-Shot-Kill, sieht sehr, sehr nice aus. Will ich auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn ich dann wieder Exo-Zombies spielen werde. Das nächste wurde dann am Ende nochmal angeteasert. Ich glaube, es ist ein Endboss und das wurde nur ganz, ganz kurz in einem Snippet gezeigt. Bin ich auf jeden Fall richtig hyped drauf. Denke mal auch, dass sie es bringen werden, dass es ein Endboss ist. Nicht nur ein Rundengegner, sondern wirklich der Endboss, weil es ja auch die Geschichte abschließt zu Exo-Zombies und zu Advanced Warfare, denn es ist das letzte DLC, was wir vor Black Ops 3 erhalten werden. Und dementsprechend sind wir dann auch am Ende dieses Videos angekommen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Schreibt mir mal eure Meinung ab in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht das gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.